Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Twensport Fever mit dem Twenfever Let's Play. Und ich gehe jetzt gleich mal auf dreifache Geschwindigkeit und werde das Spiel einfach so weiterlaufen lassen, denn sehr viel wird jetzt leider hier nicht mehr passieren. Ich werde jetzt noch ein bisschen Kredite zurückzahlen, denn die Zinsen muss ich nicht unbedingt bezahlen. Aber ehrlich gesagt, so viel gibt es jetzt gar nicht mehr zu tun in dieser Folge. Nun ja, hauptsächlich will ich auf Geld warten, aber ich will nicht mehr hier die ganzen Kredite leihen und zurückgeben. Das brauchen wir im Prinzip gar nicht mehr, denn, naja, das haben wir früher immer gemacht, weil unsere Loks irgendwie immer so ein Haltbarkeitsdatum hatten. Die hat zum Beispiel noch eins bis 2007. Und früher war das noch relativ wichtig, dass wir uns da so schnell wie möglich die Sachen genommen haben. Aber die werden wir noch benutzen. Die hat kein Verfallsdatum mehr, das hat keins mehr und das hat keins mehr. Und auch die dazugehörigen Hänger, der und das Ding hier. Obwohl das Ding ist eine Lok und Hänger gleichzeitig. Auf jeden Fall, das ist jetzt vollkommen egal, ob ich das ein Jahr früher oder später kaufe. Darauf kommt es nicht mehr an. Worauf es immer noch ankommt, ist das Jahr 2000. Denn das ganze Let's Play ging ja eigentlich um Achievements. Und naja, wenn wir das Jahr 2000 in dieser Folge erreichen, dann haben wir die zwei erreicht. Das liegt unter anderem daran, dass ich für mich selbst noch nicht bis ins Jahr 2000 gespielt habe ohne Mods. Mit Mods ja, aber dafür gibt es keine Achievements. Ohne Mods dürfte ich die beiden einfach so bekommen. Einfach nur, weil ich jetzt die Zeit laufen lasse. Allerdings sollte, wenn wir nichts irgendwas falsch gemacht haben, die beiden auch noch da sein. Twenfever, weil ich glaube, ich habe wirklich nichts anderes benutzt. Eventuell könnte es noch schlecht sein, dass ich Straßen gebaut habe. Aber ich hoffe einfach mal, dass das nicht zählt. Und den antiken Zug haben wir ja auch noch. Das sollte auch noch zählen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld, während ich gequatscht habe. Nicht sehr viel, aber das könnte reichen für... Ja, für was denn? Für diese Strecke sowieso nicht. Das kostet mehrere hunderte Millionen oder so ähnlich. Mal sehen, ich hatte hier noch einen Zettel, gefunden, wo ich noch draufgeschrieben habe, welche Gleise ich für was hier benutzen möchte. Gleis 3 war für Waterbury. Wo ist denn Waterbury? Das war doch ganz weit hier unten. Da hinten. Das wird aber auch ziemlich schwierig. Ich glaube, ich wollte bei Waterbury noch einen Bahnhof bauen, oder? Also hier kriege ich es nicht reingequetscht. Und hier nicht wirklich. Eventuell dann noch hier so ein Bahnhof. Na, das wird so oder so nix. Also zumindest glaube ich nicht, dass das was wird. So, ich werde jetzt trotzdem nochmal Pause machen müssen. Denn das Spiel mag es überhaupt nicht, wenn ich im laufenden Spiel irgendwie was verändere. Das dauert selbst jetzt noch ziemlich lange. Und wenn dann nebenbei noch die Simulation laufen würde, dann wäre mein Computer komplett damit überfordert. Aber so geht's. Überhaupt, das Spiel läuft bei mir einigermaßen flüssig. Das ist ja immer noch so ein Thema bei Twensport Fever, wie performant das Spiel ist. Ich bin ganz zufrieden damit, aber man muss auch zugeben, der Computer, auf dem ich hier spiele, ist nicht unbedingt repräsentativ. Der hat einen ganz seltsamen Chip, der nicht sehr viele Kerne hat, aber dafür die paar Kerne, die er hat, die sind relativ leistungsfähig und dadurch kann ich solche Spiele hier relativ gut spielen. Es könnte sogar sein, dass der Nachfolger dann bei mir schlechter läuft, obwohl er bei jedem anderen dann besser funktioniert. So, das hier wird wahrscheinlich problematisch sein, wenn du einfach so quer über die Stadt fahren willst. Okay, spätestens hier funktioniert dann nichts mehr. Hier genauso. Ja, aber wenn ich einfach mal sowas hier mache, vorausgesetzt, der ist jetzt nicht komplett abgestürzt. Ja, ist er doch, oder? Na komm, zieh hier rüber. Hat das jetzt funktioniert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, zumindest kann ich jetzt wieder was machen, aber hier einfach rüberziehen, das ist trotzdem zu viel verlangt, gerade eben. Abgesehen davon, dass wir nicht mal ansatzweise so viel Geld haben. Also selbst mit Kredite aufnehmen würde das jetzt nicht funktionieren, was sehr schade ist. So,
komm, hör mal auf. Ich will mir nur angucken, wie die Linie ungefähr aussehe. Ach, da ist der Stahlwerk jetzt im Weg. Und das kommt dann auch langsam, aber sicher in den Weg. Die Kohlefabrik haben wir dann überwunden. Ja, Lenker ist da. Das, ich drück mal entfernen, dann ist das ganze Zeug jetzt hier weg. Und wir fahren einfach mal so grob in die Richtung. Ich glaube, ich hatte auch gesagt, dass ich hier bei Lancaster links vorbei will, wenn ich nach Waterbury fahre. Das, ich glaube, an sowas Ähnliches kann ich mich erinnern. So. Fahr mal hier so lang. Es würde sogar gehen. Und es wäre noch nicht mal so teuer. Wir würden... Ah. Das sieht natürlich ziemlich blöd aus. Aber das sieht auch ziemlich blöd aus. Hm. Wenn ich ein bisschen weiter hier hochfahre, dann macht er vielleicht eine Brücke über alles. Aber er kollidiert mit irgendwas. Mit was und warum? Aber es sieht auf jeden Fall nicht mehr so schlimm aus. Ich würde auch gerne hier über diese Schiene kommen mit Brücken. Ja, der kollidiert und kollidiert. Hm. Das ist alles nicht zufriedenstellend. Ich müsste eigentlich eher hier so lang fahren. Guck mal, das geht sogar. Aber wir fahren dann direkt hier drauf zu. Das ist auch nicht schön. Oder ich nutze tatsächlich diesen Bahnhof hier. Das kann man ja umstellen, zum Beispiel hier drauf. Ich weiß eh nicht mehr, für was ich den Bahnhof hier gebaut habe. Und ich habe auch keinen Zettel gerade eben, wo das draufstehen könnte. Dann fahren wir... Halt mal, du willst nach Madison. Glaube ich zumindest. Dann müsstest du hier an Henderson vorbei. Obwohl, nee, du fährst hier unter Henderson durch. Und schwenkst dann hier ein. Ja, da können wir doch Folgendes machen. Ich mache das jetzt erstmal doppelgleisig. Das brauchen wir so oder so. Und ich habe schon vor, dann später hier Hochgeschwindigkeitszüge zu benutzen. Also... So. Bauen wir erstmal das doppelgleisig. Eventuell funktioniert das schon gar nicht mehr. Kollision bei der Terranangleichung. Nein. Du sollst sowieso eine andere Brücke bauen. Okay, dann gehen wir erstmal bis zu dem Tunnel da. Anscheinend ist da das Problem. Okay. Das Problem ist sogar noch weiter vorher. Okay. Ab und zu geht's und ab und zu nicht. Okay. Aber gut zu wissen. Dann machen wir das Stück für Stück. So. Und jetzt das letzte Stückchen. Bis dahin. Ich weiß nicht, ob ich die Brücken so einfach spalten möchte in der Mitte. Aber ich würde es jetzt zumindest so machen, dass wir das dritte Gleis auch hier rausfahren lassen und das relativ lange parallel fahren lassen. Ich würde jetzt mal sagen, mindestens bis zu dem Tunnelausgang. Und dann kann es ja meinetwegen auf eine andere Brücke rausschwenken. Wir bauen erstmal bis hier hin. Und dann schwenken wir auch wieder hier raus. Mir fällt gerade auf, ich hätte vielleicht hier in die Richtung rausschwenken müssen. Egal. Dafür ist noch mehr als genügend Platz. Okay, es geht genau bis hierhin. Mache ich das auch so. Und jetzt fahr mal bis zu dem Tunnel. Ach nee, erstmal bis zu dem Tunnel. Gott. Ich habe mal wieder maßlos übertrieben. Wo endet denn das jetzt? Ach, da hinten. So. Wir könnten jetzt wieder ein bisschen die Zeit laufen lassen. Ich mache mal doppelte Geschwindigkeit. Und ich hoffe einfach mal, dass das bis hierhin funktioniert erstmal. Das ist schön. Ich mache mal wirklich nur bis hierhin. Und hier mache ich auch bis hierhin. Stimmt ja, wenn ich nur so kleine Stückchen baue, dann beschwert sich das Spiel nicht so stark. Dann geht das schon. Okay. Und von hier aus müssen wir mal gucken. Wenn ich jetzt hier sowas bauen will. Also wir müssen ungefähr in diese Richtung.
Also, interessant. Ach, Moment mal, ich kann doch mit Shift gedrückt halten. Ich glaube zumindest, dass es so geht. Genau, kann ich kleinere Schritte nach unten machen. Damit das nicht ganz so schwierig wird. Aber ich würde jetzt mal sagen, damit wir die Doppelgleisigkeit hinkriegen, ich baue erstmal das hier. Nein, du baust eine rote Brücke. So, du fährst ungefähr bis hierhin. Genau, das hatte ich nämlich schon erwartet, dass es hier diese blöden Brückenpfeiler-Kollisionen gibt. So, das muss reichen. So, jetzt du auch hier drauf. Und bitte, lass es funktionieren. Nein, Brückenpfeiler-Kollision. Das Spiel ist so doof zu mir. Okay, jetzt stört dich schon wieder, dass ich nicht in Pause bin. Okay, jetzt läuft's einigermaßen flüssig. Achso, ab und zu funktioniert es und ab und zu nicht. Na los. Okay. Es könnte funktionieren. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon wieder unser ganzes Geld verbraten. Jetzt funktioniert sowieso nichts mehr. Was war denn das vierte Gleis? Das vierte Gleis war Lakewood. Das ist ja genauso weit nach unten. Okay. Aber bei Lakewood kann ich definitiv hier runter unter Lancaster fahren. Ich glaube, dafür hatte ich dann auch den Bahnhof hier gedacht. Ich habe mir zu Lakewood leider keine weiteren Notizen gemacht, aber im Prinzip müsstest du hier drinnen landen. Ich weiß ja noch nicht, was ich noch so mit dem Bahnhof vorhab. Aber... ja doch, man könnte es vielleicht hinkriegen, wenn ich hier unter dieser Brücke langfahre. Nehme ich mal das zweite Gleis. Und... okay, so baut er eine Brücke. Ich will erstmal so, ich sag jetzt mal, brückenmäßig über diese Felder kommen, damit ich nicht so viel bezahlen muss. Und hier drunter dann, das wird aber auch ziemlich kompliziert. Im Prinzip müsste ich sofort drunter. Kann ich eine Brücke bauen, die hier drunter fährt, aber trotzdem eine Brücke bleibt, damit ich hier drüber komme? Ah, da muss ich aber wieder hoch, damit das... na. Oder ich fahre gleich ganz drüber. Das ist jetzt mittlerweile auch egal. Ja, das... ein bisschen... okay, sollte es schon aussehen. Und ich brauche die Kurve natürlich, dass wir... also das ist schon mal völlig übertrieben. So, ungefähr. Das könnte reichen. Ich baue es jetzt einfach mal. So, wann? Ab hier. Ab hier. Und der Winkel von dem Ding ist... es ist furchtbar. Wenn ich hier drüber will... so, jetzt kann ich doch bestimmt noch ein bisschen weiter runter hier. So, bis es nicht mehr geht. Komm. Komm, komm, komm. Kollision. Da war's. Okay. Von der Geschwindigkeit her geht das schon. Ist natürlich nicht schön, aber... naja. So, und das wird dann das Außengleis. Muss ich gleich mal so festlegen. Und zwar... wie macht man das? Ne, eigentlich sollte das das Innengleis sein. Ah, das habe ich ein bisschen schlecht durchdacht. Aber... ne, so macht das nicht. Dann müssen wir es jetzt halt mal kurz so machen. Wird dann unschön für diese Gleise hier. Aber das kriegt man dann später hin. Erstmal ist das hier wichtig.
So. Nach da oben bitte. Wie weit sind wir denn? Oh, 99. Ich mach mal ein bisschen langsamer. Und... ja, guck mal, wie weit wir jetzt in die Richtung kommen. Oder ich mache jetzt erstmal Pause wieder. Und guck einfach mal, wie sich das so in die Richtung überhaupt legen lässt. Wow, das kostet ja mal eben gar nichts. Das würde ein bisschen weniger kosten. Okay, jetzt hängt das Spiel schon wieder. Irgendwas mit Autosave? Nee, jetzt geht's wieder. Und... ja, irgendwie in diese Richtung. Da werden Felder entfernt. Das ist natürlich auch nicht schön. Mal sehen. Das sieht okay aus. Okay, okay, okay. Hier wird's dann kritisch, dass hier stört. Okay, hier werden Felder entfernt. Also das... spätestens hier geht's dann sowieso nicht mehr. Interessant, hier macht er wieder eine Brücke. Wir fahren mal. Okay. Das sind doch mal Zwischenschritte. Aber deswegen gibt es jetzt hier das mit der Shift-Taste. So. Oh, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, das... ah, 200 Millionen. Nur für die eine Strecke. Und dann müssen wir ja nochmal das Gegengleis bauen. Ich würde es gerne noch ein bisschen in die Richtung ziehen. Mal gucken, ob es dann billiger wird. Da kollidiert gerade irgendwas. Was kollidiert denn da? Was könnte denn kollidieren? Mal sehen, hier ist nichts im Weg. So. Ach, da bin ich jetzt über dieser... über die Farm hier. Obwohl, ich könnte es so weit rüberziehen, dass wir... obwohl, dann verfehlen wir langsam aber sicher hier unser Ziel. Mehr oder weniger. Oder kommt das dann... na, das könnte eigentlich noch hinkommen. Wenn wir es noch weiter in die Richtung ziehen. So. Und dann ist das nächste Hindernis. Oder immer noch die Farm. Ich glaube immer noch die Farm. So. Oh, was ist hier los? Okay, das geht noch, das geht noch. Keine Kollision, irgendwas anderes. Okay, hier komme ich anscheinend rüber. Über die Farm jetzt. Aber das will ich eigentlich auch nicht mehr. Hm. Ja, oder ziehe ich jetzt noch so weit rüber, dass wir dann selbst die Farm nicht mehr streifen. Eigentlich würde ich ein bisschen parallel zu dem, was wir jetzt gerade haben, fahren wollen. Obwohl, wir müssen dann wirklich mal irgendwann da oben ankommen. Ein bisschen noch in die Richtung. So. Von der Höhe passt das einigermaßen. Ich würde jetzt sagen, ich lasse die Zeit einfach weiterlaufen. Na... das wäre jetzt noch ein Vorschlag für den zweiten Teil. Dass ich mir das jetzt speichern könnte. Und sagen könnte... ja, bitte mach das, sobald genügend Geld da ist. Oder ich speichere mir das als Bauplan und lege das selbstständig fest. Okay, jetzt könnt ihr loslegen, sobald halt das Geld da ist. Ich habe jetzt nicht mal Lust, ungefähr bis 20 Millionen mehr zu warten. Dass ich mit den Krediten da was machen könnte. Ah, das ist schade. Das muss ich dann nochmal neu legen. Und schon läuft das Spiel schneller. Okay. Da können wir jetzt leider wenig machen. Wir könnten das gegenüberliegende Pardon bauen. Oder wir bauen jetzt noch ein paar... kleinere Abschnitte. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Wir können ja hier so einigermaßen gerade fahren erstmal. So, Zug 11. So, ich hoffe, unsere Achievements werden dann nicht von irgendwelchen überalterten Zügen überlagert. Das wäre ein bisschen schade. So. Mach mal sowas hier. Okay, wir haben gleich die
90.000. Na, jetzt hat das schon wieder übertrieben. Na, so will ich es eigentlich auch nicht haben. So. Da fehlt noch das Innengleis. Das könnte sich mit dem Bauernhof schneiden. Ich mach mal ein bisschen so weiter in die Richtung. Kommt das hin? Wir können ja auf die lange Distanz ein bisschen noch hin und her wackeln. Das sollte okay sein. Ich baue das jetzt einfach mal und hoffe einfach mal das Beste. Wenn das ein bisschen schlierend zieht, dann ist das vielleicht noch in Ordnung. So. Und jetzt einfach weiter in die Richtung. Na. Das ist ja furchtbar. Hör auf mit dem Blödsinn. So, bitte fahr da drüber. Sehr schön. Ist das jetzt noch so ungefähr auf dem Weg, den ich haben will? Naja, jetzt fahren wir doch an der Seite vorbei von dem... Aber das ist okay. Das ist noch okay. So, ich hoffe, das funktioniert auch noch. Nicht, dass du mir jetzt... Okay, das macht er noch. Sehr schön. Und... Ich mache jetzt einfach mal Pause. Erstens, weil das Spiel schon wieder so stark Probleme hat. Und zweitens, weil wir kurz vor dem Jahreswechsel sind. So, komme ich jetzt noch so weit runter, dass ich das hier einigermaßen sinnvoll bauen kann? Immer die wichtigste Frage. Also wir bauen ein Stück weit runter, das ist ja okay. Wir müssen ja mal sehen, wir können jetzt eigentlich einigermaßen gerade ausbauen. Wir haben hier noch eine Brücke. Ne, Quatsch, das ist ein Tunnel. Da ist sowieso kein Problem. Okay. Ich versuche mal so, dass das wenigstens auf gerade einrastet. Okay, so rastet's ein. Wir fahren ein Stück weit nach unten. Das sollte okay sein. Obwohl es jetzt... Ah. Das kleine Stückchen hat mir doch einiges versaut. Mehr oder weniger. Wisst ihr was, wir lassen es einfach so. Wir lassen jetzt mal die Zeit durchlaufen. Und jetzt ist es gleich soweit. Jetzt ist es gleich soweit. Ich freue mich. Juhu. Und wir machen mal schnell Pause. Ja, 2000 erreicht, 2000 und Antik. Und Twain Fever. Hier auch nochmal. Ah, und wir haben nebenbei neue Fahrzeuge. Und zwar einen neuen Zug. So. Eigentlich könnte ich die Folge jetzt beenden. Ich glaube, besser wird's nicht mehr. Aber, ein Stückchen weit wollte ich die Strecke noch zu Ende bauen hier. Wenn ich sie wiederfinde. Wo ist sie denn jetzt hin? Da ist das Stückchen Strecke. Es ist schon ein ziemliches Großprojekt hier, das muss man einfach mal zugeben. Wie viel würde es denn kosten, wenn ich dich jetzt einfach hier stur dran setze? Moment. Das war das andere. Also wir starten von hier aus. Also das ist jetzt wieder nur so eine Probe. So. War es das hier? Nee, das war es nicht. Ach, das hier ist es. Okay. Dann mach mal nach hier unten. Oh, man merkt richtig, wie das Spiel das überhaupt nicht mag, aber egal. So, komm hier dran. 75 Millionen, das wäre ja gar nichts. Aber ich fürchte, da gibt es einen kleinen Höhenunterschied zwischen denen. Ja. Und du musst dann hier dran. 200 Millionen. Aber im Prinzip sieht das dann so aus, ohne große Probleme. Oder doch, es ist hier irgendwas rot. Okay, du kommst wahrscheinlich genau mit dem hier in Konflikt.
Das heißt, wir müssen dich erstmal hier ein bisschen vernünftig herausfahren. Und kurvenmäßig wäre das dann okay. Mal sehen, wie viel würde denn die rote Brücke kosten? 300 Millionen. Ja, toll, ich freue mich. So. Ah, ich komme selbst so nicht mehr vernünftig hier raus. Nee, so richtig will er das nicht machen. Machen wir es erstmal so. So, jetzt hat er ja keine Berührungspunkte mehr mit dem anderen. Ja, 4 Millionen, wenn es denn wirklich so einfach wäre. Na, wo ist der rote Punkt? Quatsch, der graue Punkt. Los, zieh das nach unten. Und jetzt hier dran. Na, in 6 Felder, das wird sowieso nicht passieren. Ja, das wäre einigermaßen akzeptabel. Kann ich das ein bisschen weiter nach unten machen? Ah, leider nicht. Wo stört's denn? Okay, das kann man abreißen. Ah, hier stört's dran. Ja, die Brücke ist jetzt nicht so schlimm. Der Tunnel auch nicht. Mal sehen. Wir könnten ungefähr, kann ich das abschätzen, so kurz ungefähr hier könnte man langfahren. Und dann könnte man ja mal gucken, ob man so ein bisschen. Oder kann ich mit Shift M hier auch so ein bisschen weiter nach oben gehen? Geht das? Also ich sehe, das be bewegt sich ein bisschen was. Aber ich sehe nicht, dass. Ja, aber der braucht echt lange. Also die Schritte sind wirklich minimal. Komm rüber, kleine Brücke. Komm darüber. Komm darüber. Bis es nicht mehr rot ist. Und dann nehme ich einfach den Kredit auf, den es benötigt. Vorausgesetzt, das bringt was mit Kredit. Und dann baue ich das. Okay, jetzt hat er irgendwie aufgehört. Okay, jetzt scheitert es wieder an der Straße. Woran scheitert es jetzt noch? 67 Millionen, das wäre ja kein Beinbruch. Oder doch? Nee, Kollision bei der Terranangleichung. Also hier geht's nicht. Es geht. Ach so, der braucht hier immer noch eine Brücke. Ach so, und wahrscheinlich, um diese Brücke zu bauen, muss der doch ein bisschen weiter höher. Okay, jetzt habe ich aus Versehen Shift losgelassen. Und jetzt sind wir wieder bei dem da. Ja. Ein bisschen schade. Okay, ich werde jetzt erstmal mir nochmal anzeigen lassen, welche Straßen da im Weg waren. So, wo war das? Ach, da oben. Nee, ich wollte hier hin. Meine Güte, bin ich verwirrt. So, komm da hin. Einmal dahin, bitte. Ungefähr so. Wir können ja wirklich erstmal gerade fahren. Nee, kann man nicht, weil das viel zu teuer ist. Obwohl, das ist immer noch ziemlich teuer. Woran scheiterte es denn? Genau, hier dran scheiterte es. Das Ding muss ich wegreißen und das war's schon. Es war nur die Straße da, die so ein bisschen gestört hat. Weiß ich ja jetzt ungefähr, wo ich lang muss. So, wir machen. Warte mal, das ist das Außengleis von der Richtung aus. Dann ist das das. Wir fahren erstmal nur bis zu dem einen Gleis da, wo wir halt ganz schlecht rüberkamen. Hier müssen wir eigentlich auch schon drauf achten, dass wir hier so ein bisschen. Ach nee, der zieht das ja nicht wirklich glatt. Der zieht das erst glatt, wenn ich den da anschließe. Glaube ich.
So. Ach, der Autosave. Das ist immer ganz gut. So. Ach nee. Hier drauf. Ah. Rot. Okay, das macht da ein Feld wird entfernt. Wo denn da? Aber das sieht erstmal okay aus. Ich meine, das eine Feld, das ist jetzt... Wahrscheinlich macht das da weg. Interessant. Der macht zwei Brücken draus. Vielleicht kann ich dann noch ein bisschen weiter höher, dass er da eine Brücke macht. So, das ist jetzt auch nicht die größte Ausgabe. Und das Stückchen sollte der einigermaßen hinkriegen. Ich baue das jetzt erstmal, weil besser wird es eh nicht. Und ja, das Kohlebergwerk. Ich hoffe, da können wir einfach drüber bauen. Ansonsten weiß ich nicht. Mache ich die ganze Folge nochmal? Nee, das geht jetzt nicht mehr wegen den Achievements. Die habe ich jetzt bekommen. Also muss ich die Folge durchziehen. Da gibt es kein Zurück mehr. So, bau da mal hier dran. Kollision. Ja. Ach, Moment mal. Der macht hier zwischendurch irgendwie... Wir können vielleicht mit M dafür sorgen, dass du hier eine Brücke baust. Über das Kohlebergwerk. Obwohl, das ist so gering. Wir könnten vielleicht das Ding untertunneln. Das sieht zwar ziemlich bescheiden aus. Obwohl, man muss sich nur das hier angucken. Und man sieht, dass das so oder so eine ziemlich blöde Idee von dir ist. Dann mache ich mal Folgendes. Erstens, wir lassen mal die Zeit wieder ein bisschen laufen. Jetzt ist es sowieso egal. So, jede Menge Geld, was ich nicht habe. Bla bla bla. So, da ist das besagte Kohlebergwerk. So, Brückenpfeiler-Kollision. Ich kann nicht einfach so über das Ding drüber fahren. So einfach funktioniert das leider nicht. Ah, zur Not muss ich das dann eben nochmal neu bauen. Aber es sieht doch fast so aus, als würde es funktionieren. Komm, setz das mal dahin. Komm, bitte. Ach, meine Güte. Oh, 144 Millionen. So, ich will so knapp wie möglich an dem Bergwerk vorbei. Okay, weiter macht das einfach nicht. Absenken. Bis es nicht mehr geht. Okay, da kollidierst du. 114 Millionen. Drücke ich jetzt zweimal auf den... Ja, ich drücke jetzt 200 Mal auf den Kreditaufnehmen-Button, damit ich jetzt das Ding gebaut habe. Einfach nur, weil ich jetzt auf das nicht mehr warten will. Das Geld ist relativ schnell eingenommen. Wir nehmen im Jahr ungefähr... Was nehmen wir denn wirklich ein? 50 Millionen? Ist aber relativ wenig. Irgendwie dachte ich, wir würden trotzdem noch mehr einnehmen. Aber nein, wir sind irgendwie bei 50 Millionen beschränkt. Wir haben aber auch ziemlich hohe Betriebskosten. So, und irgendwann installiere ich vielleicht einen Autoklicker für das Problem hier. So, wir sind's gleich. Wir haben's gleich. So. Das hier dran setzen. Es würde sogar noch gehen von der Geschwindigkeit her. Es würde noch gehen. Wir müssen ja nicht so weit. Ungefähr, ich würde jetzt mal sagen... Ah, das muss leider weg. Das könnte schon etwas besser aussehen. Also an Geschwindigkeit hat er ja eh nicht verloren. 1, irgendwas Millionen. Blöde Krümmung ist weg. Und wir können noch Kredit aufnehmen. Boah, geschafft. Das war eine sehr schwierige Geburt. So. Wie viel kostet jetzt das zweite Gleis, wenn ich das da dran setzen möchte? 7 Millionen allein das kleine Stückchen hier.
Achso, da fängt er dann an, wieder zwei Brücken draus zu machen, wenn ich das nicht gut genug mache für ihn. Komm, setz das da dran. Ach Gott. Deswegen Pause-Modus. Habe ich es jetzt geschafft? Habe ich das Spiel zum Absturz gebracht? Wir sind schon in Pause, okay. Ah, 46 Millionen. Und das wirklich jetzt mit perfektem Dransetzen. Okay. Okay, okay. Das wird wohl nicht so leicht. Wir hätten es uns ein bisschen einfach machen können, indem wir die beiden Gleise einfach getauscht hätten. Aber das ist ja zu einfach. Naja, das ist zu einfach. Das braucht man nicht so. So, das Depot muss noch irgendwie an diese Gleise hier angeschlossen werden. Kriegen wir das irgendwie hin? Ja. Interessant, wie funktionierst du überhaupt, Depot? Okay. Dann machen wir mal Folgendes. Wir setzen eins direkt für das hier. Obwohl, wir müssen dann noch irgendwie hier drauf reinkommen. So, da brauchen wir erstmal hier einen Außengleis. So. Und ich weiß noch nicht genau, wie wir hier rauskommen werden. Aber ich setze das jetzt schon mal ungefähr so fest. So, und dann von hier aus erstmal, dass wir wirklich hier rauskommen. Es ist eh nur. So. Dann von nächsten Punkt, wo wir eine Weiche bauen können, hier dran. Strömung zu groß. Der will das nicht bauen. Wenn ich das von hier aus bauen lasse. Nee. Macht er so nicht. So. Ah. Macht er auch nicht. Hier kann ich auch nichts anklicken. Okay. Na. Muss ich vielleicht einen kleinen Zwischenschritt bauen. Und zwar erstmal hier irgendwie rauskommen. Bau nicht möglich, bau nicht möglich, bau nicht möglich. Okay, bis hier ist es möglich. Und dann bitte hier rein. Oder da rein. Steigung zu groß. Okay, ist egal. Wir kommen auf jeden Fall von dem Depot aufs hier raus. So. Können wir ja von hier aus vielleicht auch gleich auf das Gleis. Steigung zu groß, aber das... Genau, hier war es nicht so. Und dann von dem Gleis aus hier drauf. Obwohl, da geht jetzt das hier. Und so nur doch das hier. So, die brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber das wäre eigentlich auch noch eine Option gewesen für... Na, meinetwegen so noch. Alles nicht sehr schön, aber es funktioniert einigermaßen. So, nochmal von hier aus gerade. Und... Ah, so geht's. So, und das muss auch noch hier raus. Ist das noch hier angeschlossen? Interessant, wie bist denn du hier dran? Machen Sie mal umgekehrt so rum. Das ist schon das zweite Gleis von dem hier. Ja. Ach, da wirst du wahrscheinlich zu eng dran sein. Dann machen wir es eben so. Das müsste auch funktionieren. Okay. Da haben wir hier zumindest das Bahnhofsvorfeld so hingekriegt, dass es funktioniert. Es ist nicht schön. Es ist alles andere als schön. Aber okay. Zumindest einen Zug könnte man jetzt auf der Strecke fahren lassen. Einen einzelnen. Das ist auch nicht gerade schön. Aber es funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob das dann langfristig Geld macht. Ich bezweifle es momentan sehr stark gerade. Aber das lasse ich mir bis zur nächsten Folge nochmal durch den Kopf gehen. Ich
bin froh, dass das hier irgendwie beendet wurde. Und naja, wir müssen sowieso noch einige von den anderen Achievements freischalten. Zum Beispiel 10 fahrende Züge müssen wir irgendwo auf einer Linie tun, einfach so. Ja. 250 Güter, deiner Wahl. Okay, wir brauchen auch unbedingt nochmal einen Güterzug mit richtig vielen Gütern. Naja, das ist aber alles was für die nächste Folge. Für die Folge war es das jetzt, die ist sowieso viel zu lang. Vielen Dank, dass ihr es hier durchgehalten habt. Ich versuche mich bei den nächsten Folgen wieder ein bisschen mehr zusammenzureißen. Momentan ist es gerade echt schwierig mit Aufnehmen und wenn ich gerade mal Zeit habe, dann muss ich die Zeit nutzen und dann wird es leider nicht immer die Folge, die ich mir dann selber wünsche. Aber naja, momentan ist es leider so.